Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende von Miyonto. Wo ist denn Cuprina? Da bist du, Cuprina. Du, ich bin jetzt der Verkuppler, du musst einfach nochmal kurz mit ihm reden. Ah, da bist du ja. Und meine neue Freundin? Ah, da ist sie. Was für eine Schönheit. Und dieser Pferdeschwanz. Wirklich perfekt. Genau, was ich wollte. Also frisch ans Werk. Zeit für meine Liebeserklärung. Also, ey, glaubst du eigentlich an Liebe auf dem ersten Blick? Also, ich glaube jedenfalls, dass das öfters vorkommt. Was soll das denn? Wenn du was zu sagen hast, dann sag's ganz einfach. Ich liebe dich. Ich glaube, wir sind füreinander bestimmt. Bitte bleibe bei mir. Also, weißt du... Ich bin nämlich schon mit Mario zusammen. Das musst du... Entschuldige. Was? Die hat ja schon einen Freund. Ah, naja, schon gut. Adieu. Tut mir leid, Mario, aber das ist der schnellste Weg, so jemanden loszuwerden. Und jetzt sollten wir uns das vielleicht als Lohn dafür nehmen, diesen Typen geholfen zu haben. Und Mario, du kannst ja gar keine Items vertragen. Hol mir deine Belohnung einfach ab, wenn du deine Items sortiert hast. Also lass uns gehen. Dein Auftrag ist erledigt. Boah, das ist ein gemeiner Auftrag. KP-Erholung nur dem jeweils anderen Teammitglied zu verabreichen. Dann werfe ich mal einmal Mango weg. So, und jetzt können wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Cuprina, ich habe dich vor dem Wasser gerettet. Bin ich nicht nett? Eigentlich müsste ich auch wieder schwimmen können. Komm weg hier. Blub. Mit Yoshi geht's jetzt zum Glück schnell. Flup. Und tschüss. Aber jetzt brauche ich auch wieder Barbara. Ja, das war knapp. Aber manchmal muss man auch Knappheit überstehen. Und hoch mit dir. So, hätten wir geschafft. So, um auf Nummer sicher zu gehen, einmal speichern. Und jetzt können wir uns beeilen. Zurück nach Rohlingen zu kommen. In der Hoffnung, auch wenig zu kämpfen. Und da fehlt uns ja nur noch eine Nebenaufgabe, ne? Nee, ich wollte nicht gegen die Pflanze kämpfen. Ach Mist. War einfach zu fett. Mir super. Na, ich habe den Ort nicht mehr an. Kann ich auch mit dir flüchten? Ich habe den Orden gar nicht mehr aktiv. Das ist wohl ein schlechter Scherz.
Du kannst mal das auch Mats machen. Tja. One-Hit-Wonder. Mit mal ein paar Erfahrungspunkte. Süß. Zwei Erfahrungspunkte. Wie nett. Oh nee. Oh nee. Schlimm. Ich fasse es nicht. Dann machen wir einmal Erdbeben. Du kannst es auch mal machen. Das bringt einfach kaum noch Erfahrungspunkte. Weg hier. Will nicht kämpfen. Ich bin nur nach Hause. Nach Rohlingen. Tschüss. Ja, bitte. Wenn ich es überspringen kann, überspringe ich es. Ich wollte abkürzen, darf ich aber nicht. Warum darf ich nicht hier hochspringen? Ach Mensch. Komm schon, Ellie Birder. Mit dir geht es ein Ticken schneller. So, Zeit für die nächste Quest. Sag ihm doch. Ich möchte, dass du an meiner Stelle jemanden triffst. Die Details erkläre ich dir, wenn du zu mir nach Düsterdorf kommst. Du möchtest also den Auftrag von Diana übernehmen? Jep. Ich weiß doch sogar noch, wer es ist. Er ist doch die Mutter von den Kindern. Das habe ich mir tatsächlich gemerkt. Mal Richtung Düsterdorf. Na, da muss ich erstmal warten, bis ich den Ionentor aktiviert habe. Und dann muss ich nochmal hier hin. So, du müsstest hier gewesen sein. Genau. Ich bin so froh, dass du meinen Auftrag erfüllen willst, Mario. Aber ich möchte nicht von den Kindern reden. Kommst du mit nach draußen? Ich möchte, dass du jemanden triffst. Sein Name ist Bean. Oder Bean. Ich habe ihn einmal sehr geliebt. Früher, wir beide wollten Operettensänger werden.
Wir träumten den gleichen Traum und die Liebe traf uns wie ein Blitzschlag. Wir lebten in einem winzigen Zimmer zusammen, arm, aber überglücklich. Aber als ich der Star von Totway wurde, ist er einfach verschwunden. Ich erhielt diesen Brief. In deiner schönen Zukunft ist kein Platz für mich. Danke für alles, Bean. Oh Bean, warum nur? Es hat mich niemals interessiert, ein Star zu sein. Oh Bean, ich wollte doch nur mit dir zusammen sein. Ich habe die Düne aufgegeben und einfach alles vergessen. Den Traum, ein Star zu werden. Bean, alles. Ganz bescheiden habe ich hier in Düsseldorf geheiratet. Und ich bin sehr glücklich, solch aufgeweckte Kinder zu haben. Ich habe nie mehr darüber damals nachgedacht, bis ich dieses Gerücht hörte. Bean soll angeblich in Rohlingen einen Laden aufgemacht haben. Bitte geh zu ihm und sag ihm, dass Diana die Herzensdame nichts vergessen hat. Oh, Diana die Herzensdame war mein Künstlername. Geh bitte zu Bean und finde heraus, wie er nach all den Jahren zu mir steht. Sobald mein Auftrag. Warum kommt das nach Kapitel 5 und nicht direkt nach Kapitel 4? Weil ich sehe jetzt noch nicht, dass ich hier die Bombenfähigkeit brauche. Dies ist Master Beans Bar, eine kleine Stätte der zwischenmenschlichen Begegnung. Oh Mario, was ist denn mit dir los? Du siehst so bedrückt aus. Was, Diana? Kenn ich nicht. Vielleicht richtest du diese Diana einfach aus. Sie soll nicht in der Vergangenheit leben, sondern die Gegenwart genießen. War das alles? Ich habe nämlich zu tun. Boah, wie gemein. Diana. Boah, wie traurig. Ey, erst hat Gumbrina dem Gumba einen Korb gegeben, jetzt das. Also Mario ist kein Verkuppler. Definitiv nicht. Das einzige Positive daran ist, diese Aufgabe sind wir näher am Millionentor. Hast du ihn getroffen? Was hat er gesagt? Er hat mich also vergessen. Naja, egal. Es überkam mich doch plötzlich all diese Erinnerungen. Morgen früh ist alles wieder gut. Und ich habe ja meine Kinder. Mama, hab Hunger, essen. Heute gibt es ein Festmahl. Ich habe etwas Leckeres bei der berühmten Wrestling Tea bestellt. Bitte iss so viel du willst. Oh, du kannst keine Items vertragen. Ich lasse es hier für dich liegen. Komm, wann immer du Appetit darauf hast. Vielen Dank, Mario. Danke für alles, was du für mich getan hast. Was ist das denn? Sternendinner. Dieses Gericht stellt 7 Kraftpunkte her. KP-Erholung setzt ein. Ja, ich gebe euch dafür Verwirrpulver. Und wenn wir ja eh schon hier sind, kann ich mal ein paar Items lagern gehen. Ich habe so viel Kram, was ich höchstwahrscheinlich nicht gebrauchen werde. Kann ich mal viel lagern. Ich habe nur noch 5. Das sollte reichen. So, und jetzt, Entschuldigung, zurück zum Äonentor.
Jetzt haben wir alle Aufträge gemacht. Ein bisschen Sidequest muss sein. Außerdem hat das jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch genommen. So, ich bin ja eh hier. Muss ich denn eigentlich lang? Ich glaube, ich muss in diese Richtung. Was? Kamek? Was machst du denn hier? Habe ich auch noch gar nichts gescannt. Das ist ein Kamek. Kameks sind die Elite-Magier des Koopa-Clans. Maximal KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Mit ihren Zaubertricks können sie uns schaden und ihre Verbündeten helfen. Am besten ist, wir machen die Kameks zuerst fertig, sonst machen sie nur Ärger. Oh komm, machen wir mal. Komm, machen wir mal einen Sprung auf diesen Kamek hier. Bin gespannt, wie viele Kraftpunkte, Erfahrungspunkte sie geben. Und Verteidigung 3. Ist in Ordnung. Wobei es nicht in Ordnung, dann machen wir ja keinen Schaden mehr. Also das hat er mit Hammer 5 gemacht. 5, 3. Doch, mit Hammer müsste das eigentlich reichen. Ich glaube, ich bin noch falsch. Ich muss in die Röhre, ne? Wo kommen halt die ganzen neuen Gegner her? Oh Gott. Was ist denn hier passiert? Dieser Kerl gehört zu einer Koopa-Trolie. Das sind Koopas in Rüstung. Maximal KP 6, Angriffskraft 4, Verteidigung 2. Sie greifen mit Panzer und Kopfnuss an. Manchmal laden sie sich auch vorher auf. Und manchmal rufen sie auch nach Hilfe herbei. Schreckliche Gegner. Nur die stärksten Koopas im Bowsers Heer werden in die Koopa-Trolie aufgenommen. Papa, übrigens, wo steckt Bowser eigentlich die ganze Zeit? Angriff plus 2. Komm, machen wir mal ein Erdbeben. Man gibt es ordentlich Erfahrungspunkte. Das muss man schon mal sagen. Machen wir hier noch den Kamek fertig. Bisschen mit Kamek getanzt. Ich habe eine bessere Idee. Andererseits habe ich kaum noch Erfahrungspunkte. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir mal kurz Sternfit. Erfahrungspunkte, Blumenpunkte, meinte ich.
Oh. Immerhin etwas. Wunderbärchen. Oh. So, dann einmal tauschen. Und dann einmal eine Bombe zünden, ne? Ich hab da eh nicht. Okay, Angriff plus 2. Geht klar. Und das voll gute Erfahrungspunkte. Mehr Sternenergie nach Marios Schauanlagen. Ich schau noch kurz, ob hier irgendwas noch ist zum Holen. Nope. Dann auf zum Ionentor. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Gehen wir zurück zum alten Gumbat. Oh, ihr werdet euch freuen. Das nächste Sternjuwel ist im Bad Klimmerich. Bad Klimmerich, ist das nicht dieses Nest, wo die Superreichen wohnen? Nach meiner Information werden im Glimmertempel in Bad Klimmerich Sterne verehrt. Das nächste Sternjuwel muss sich also dort befinden, da bin ich ganz sicher. Ziemlich sicher, ein bisschen sicher. Aber immerhin gibt es dort weder gefährliche Monster noch dunkle Verliese, nur eine Touristenattraktion. Nach Bad Klimmerich fährt man doch mit dem... Genau, der berühmte Klimmerliner fährt dorthin. Zu diesen Sternjuwelen habt ihr also eine sehr bequeme Reise vor euch. Es mag jedoch sein, dass es etwas Mühe kostet, das Juwel tatsächlich zu bekommen. Aber für den Klimmerlerner bekommt doch kein normaler Mensch eine Fahrkarte. Hm, vielleicht müsst ihr wieder Alpermone bitten. Alpermone, der Mafia-Boss? Der kann uns bestimmt eine Fahrkarte besorgen. Ein unsympathischer Kerl, aber was soll's, geh mir Mario. Also ihr habt's verstanden. Bis der Dämon wieder aufersteht, haben wir wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit. Und ich brauche noch einige Informationen. Euch also viel Glück. Buhu-Mail. Hallo, Mario. Ob diese Mail wohl ankommt? Diese blöde Technik aber auch. War nett, dass du uns in der Spukabtei so geholfen hast, deshalb verrate ich dein Geheimnis. In der Abtei gibt es noch viel mehr Schätze. Oder hast du die schon alle gefunden? Warum sag ich dir das denn überhaupt? Schade um die schöne Information. Auch gut, dein nächstes Abenteuer kommt schon früh genug. Eine Spukabtei, Buhu.
Merlin, was machst du denn hier? Oh, gut, dass ich dich treffe. Bei der Befragung der Sterne erfuhr ich eine Offenbarung, die dich betrifft. Sie besagt, dort, wo einst ein großer Drache war, neben dem Raum mit der leeren schwarzen Truhe, jenseits der Stachelfallen, ist etwas, auf das dem bärtigen Kameraden hilfreich sein kann. Der Sinn dieser Offenbarung ist mir unklar. Aber mit Sicherheit ist sie für euch von großer Bedeutung. Kommt zurück zu mir, wenn ihr den Sinn verstanden habt. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir in der nächsten Folge wieder zurück nach Blütenweiler. Aber erstmal gehe ich hier runter, weil da war ja noch was zum Springen. Wird mich das denn hören? Um nochmal sicher zu gehen. Hehe, hast du es also tatsächlich bis hierher geschafft? Willkommen bei Zorro, dem Wertetauscher. Wenn du deine eigenen Werte oder den Rang deiner Freunde anpassen möchtest, kann ich dir für nur 39 Münzen dabei hilflich sein. Also, du oder einer deiner Freunde, wer von euch braucht eine kleine Verstärkung? Also hier kann ich in dem Sinne BP und KP tauschen. Das ist gut zu wissen. Aber aktuell bin ich mit meinen Werten sehr zufrieden. So, und da war ich ja oben ja noch was zum Springen, ne? Genau da oben. Eine Insignie der Sonne. Oh, ich könnte dran. Wenn es das ist, was es ist, was ich denke, dass es ist, dann. Warte, dann kann ich nicht da einfach so rüberspringen. Ich aber nicht. Komme ich dann zur Röhre? Hm? Oder kann ich mit Yoshi auch? Ne, ich kann nur so. Okay. Weiß ja noch nicht, wie ich zu dieser Röhre komme. Die ich da rutsche, ist wahrscheinlich. Irgendwas wird das Spiel mir schon noch erzählen. So, weg mit dir. Aber ich glaube, hier muss ich nur mein Zauber wieder zu erneuern, ne? Sicher, sicher. Bevor es im neuen Gebiet dann wieder abschwächt. Spezialspruch, bitte. Wenn ich eh schon mal hier bin.
Gut. Gut, dann gehe ich jetzt noch kurz zu den Röhren mit den Abkürzungen. Und dann ist die Folge auch so gut wie vorbei. Gibt es hier unten eigentlich auch einen Speicherblock? Sonst muss ich gleich nochmal rausgehen. Magic. Sieht das so schön aus. Möchte wissen, wo ich da rauskomme. Okay, ich nehme diese Speicherröhre. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.